Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brettspieltestern. Mit dabei wie immer und Michaela. Christian. Wir haben hier das Spiel Sea Salt and Paper, also irgendwie Meer, Salz und Papier. Und wir starten erstmal mit den Rahmendaten. Sea Salt and Paper ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 Minuten angegeben. Ist auf Deutsch bei MM-Spiele erschienen. Der Vertrieb erfolgt durch Huch. Die Autoren sind Bruno Catala und Theo Rivière und kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 11,50 €. Genau, wir haben hier ein klassisches Kartenspiel, das heißt, das Spiel ist wirklich komplett kartenbasiert. Kartenbasiert. Genau, Verpackung können wir erst aus dem Spiel rauslegen. Ja, Spielziel ist es, wir spielen hier in Runden und wer je nach Spieleranzahl eine bestimmte Punktezahl erreicht hat oder überschritten hat, der beendet das Spiel und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt dann. Wir haben ja ein, wie Christian schon gesagt hat, ein Kartenspiel. Es gibt ganz viele verschiedene Karten. Es gibt zum einen die sogenannten Duo-Karten. Das sind die hier. Ich halte dir die mal hin, dann kannst du gleich mal weit festhalten. Zum einen haben wir hier den Schwimmer und den Hai. Gutes Das Beispiel. ist ein gutes Beispiel für ein Duo. Dann haben wir hier zwei Schiffe, sind Duo-Karten. Dann gibt es hier noch, wo haben wir sie denn? Ganz kurz mal die Krabben. Die Krabben sind Ja, ich habe nur zwei Hände. Duokarten. Das ist Mehr ja. Hände hast du nicht? Nee. Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Und dann gibt es noch als letzte Duokarten, gibt es eigentlich noch die Schiffe. Die Schiffe habe ich noch nicht. Ich habe die Fische, glaube ich, schon, aber Da, die ich habe Schiffe. schon eins. Da ist schon. Ah, da Da sind wäre ein zwei Schiffe. zweiter. Aber die Genau. Schiffe haben wir schon. Deswegen die Fische. Ah, die Fische fehlen. Okay, dann holen wir noch mal die Fische raus. Wo haben wir sie denn? Da ist schon mal ein Fisch. Und wo ist noch ein Fisch? Da ist noch ein Schiff. Also es gibt Fisch. 4 verschiedene Arten. Was habe ich gesagt? Schiff. Schiffe. Es gibt 4 verschiedene Arten von Duokarten. Die Krabben, die Schiffe, die Fische und ja, Schwimmer und Hai. Dum, 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 Dann dum. gibt es noch die Meerjungfrauenkarten. Davon gibt es 4 Stück im ganzen Spiel. Übrigens steht sowieso auf den Karten immer unten drauf. Das ist eine von diesen Meerjungfrauenkarten. Davon gibt es 4 Stück. Hier unten rechts an der Ecke steht immer ganz klein drauf, wie häufig die jeweilige Karte im Spiel ist. Dann gibt es die sogenannten Sammlerkarten. Da gibt es zum einen die Tintis oder die Oktopusfische. Oder nicht Fische, sondern Oktopusse Oktopusse. oder Tintenfisch, eins von beiden. Dann gibt es die Muscheln, es gibt noch die, wo sind sie denn? Es gibt noch die Pinguine als Sammlerkarten und dann gibt es noch den Seemann als Sammlerkarten. Und als letztes gibt es noch die sogenannten Multiplikatorenkarten. Da gibt es zum Beispiel für den Pinguin eine Multiplikatorenkarte, für den Fisch, da gibt es auch noch eine für den Seemann und es gibt auch noch eine für das Schiff. Ich kann mal Genau. ganz kurz gucken, ob ich die hier finde. Das ist die nicht, das ist eine Sammlerkarte. Hattest du nicht gerade eben? Welche hattest Für du ein denn Schiff hier? wäre das. Genau, für ein Schiff hast du da. Für einen Fisch haben wir da. Und dann fehlt nur noch die für den, genau, hier für den Seemann letztendlich. Genau, diese 4 verschiedenen Kartenarten gibt es. So, zu Spielbeginn werden jetzt alle Karten, das haben wir hier alles schon durcheinander gebracht. Christian, kannst du auch Ich dachte, du sollst erstmal Beispiele zeigen. Nee, wir machen jetzt erstmal, das andere machen wir gleich im Let's Play. Wir mischen alle Karten. Und für den Spielaufbau legt ihr dann die Karten, ich sag mal, verdeckt hin und dann werden 2 Karten schon mal aufgedeckt. Was war das denn jetzt? Klopf, Ich glaube, klopf. gestern ist gar nicht gespielt. Ach so, deswegen. Genau, 2 Karten werden jetzt hier schon mal offen ausgelegt. So, der Spielzug. Wir führen abwechselnd Spielzüge aus. Und zwar, wenn man am Zug ist, muss man erstmal eine Karte seiner Hand hinzufügen. Wir haben keine Startkarten, das heißt, unsere Kartenhand ist leer. Und entweder man nimmt jetzt 2 Karten vom verdeckten Nachziehstapel, sucht sich eine davon aus, nimmt die auf die Hand und legt die andere auf eine der beiden Ablagestapel. Außer auf einem Ablagestapel würde keine Karte mehr liegen, dann muss die eine Karte dorthin gelegt werden, auf den freien Ablagestapel. Oder wenn man nicht die beiden Karten vom verdeckten Stapel sich nehmen möchte, dann darf man sich eine der beiden offenliegenden Karten nehmen und auf die Hand nehmen. Danach kann man noch Duokarten ausspielen. Das heißt, wir haben ja gerade gesagt, es gibt verschiedene Duokarten. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese beiden Krabben auf der Hand habe, kann ich die vor mich ausspielen. Duokarten haben immer besondere Effekte. Die Krabben haben zum Beispiel den Effekt, dass ich mir jetzt hier ein, das würde sich jetzt sehr ganz doll lohnen, einen Ablagestapel nehmen kann. Den kann ich durchgucken, ich darf aber die Reihenfolge nicht verändern und darf mir dann eine Karte davon nehmen. Bei den Fischen ist es so, wenn ich ein Paar aus 2 Fischen habe, dann dürfte ich die oberste Karte vom Nachziehstapel ziehen. Wenn ich 2 Schiffe auf der Hand habe,
Dann darf ich einen neuen Spielzug machen. Das heißt, ich darf entweder nochmal hier zwei Karten ziehen, davon eine behalten oder eine offene Karte nehmen. Und wenn ich einen Schwimmer und einen Hai habe, dann darf ich bei einem Mitspieler eine Karte klauen. Man darf auch mehrere Duo-Kartenpaare ausspielen und die Effekte damit dann auslösen. Das ist im Prinzip das Zweite, was man macht. Also erstmal die Kartenhand auffüllen. Also man muss eine Karte der Kartenhand hinzufügen und danach darf man Duo-Karten spielen. Und das machen wir so lange, bis im Prinzip die Runde beendet wird. Und zwar bringen die Karten Punkte. Und zwar jedes Duo-Kartenpaar bringt immer einen Punkt. Und zwar zählen sowohl die Karten, die man auf der Hand hat, als auch die ausgespielten Karten. Und zum Beispiel diese Sammlerkarten hier bei den Pinguinen. Je mehr Pinguine ich habe, umso mehr Punkte bekomme ich. Habe ich einen Pinguin, bekomme ich einen Punkt. Bei zwei, drei Punkte. Und bei drei Pinguinen bekomme ich fünf Punkte. Bei den Muscheln seht ihr auch, je mehr Muscheln ich habe, je mehr Punkte bekomme ich. Das gleiche bei den Oktopussen und beim Seemann. Bei der Meerjungfrau ist es so, da würde ich gucken, von welcher Farbe, ihr seht hier, die Karten haben auch verschiedene Farben, von welcher Kartenfarbe ich die meisten Karten habe. Und dann zählt jede Karte dieser Farbe als einen Punkt dann letztendlich für mich. Und bei den Multiplikatorenkarten, da gibt es ja zum Beispiel, hat mir gesehen, einen Punkt pro Boot, was ich dann auf der Hand habe oder von mir ausliegen habe. Ja, und so wertet man dann letztendlich. Und wenn man 7 Punkte hat, sowohl auf der Hand als auch vor sich ausliegen, kann man die Runde beenden. Und dann kann man entweder Stopp sagen, um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn man Stopp sagt, dann bekommt jeder die Punkte von den Karten, die er auf der Hand hat und die er vor sich ausliegend hat. Oder der Spieler, der die Runde beendet, der kann auch letzte Chance sagen. Und wenn er letzte Chance sagt, dann geht da so eine kleine Wette ein, weil dann sind alle anderen noch genau einmal dran. Also die können noch einen Zug machen. Entweder hier zwei Karten nehmen, davon eine behalten oder hier eine Karte nehmen und können dann auch noch Karten ausspielen. Und wenn dann der Spieler, der die letzte Chance eingeläutet hat, gleich viele oder mehr Punkte hat als die anderen, also als die anderen Spieler, dann hat er das gewonnen und dann bekommt er nicht nur die Punkte für die Karten auf der Hand, sondern auch den Farbbonus. Das heißt, er bekommt einen Punkt pro Karte der Farbe, von denen er am meisten hat. Und die Gegner erhalten dann nur die Punkte für den Farbbonus. Hat er aber weniger Punkte als mindestens ein Spieler, dann hat er die Wette verloren. Und dann bekommt der Spieler selber, der letzte Chance gesagt hat, nur den Farbbonus. Das heißt, er guckt von der Farbe der Karten, wo er die meisten hat, bekommt er entsprechend für jede Karte da entsprechend einen Punkt und die Gegner erhalten die Punkte für ihre Karten. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal. Mhm. Wir starten jetzt einfach mal eine Runde. Wer ist Startspieler? Ladies first. Ladies first, okay. Ich kann jetzt ja entweder hier zwei Karten nehmen, davon eine behalten. Die andere muss ich auf einen der beiden Ablagestapel legen oder ich nehme hier eine Karte und ich nehme mal diese hier auf die Hand. Puh, kann ich auch, ich nehme die. Aha, okay, gut, jetzt gibt es ja keine mehr, von daher ich muss mal zwei Karten ziehen. Wichtig auch, man muss von den beiden Karten, die man genommen hat, dann eine ablegen. Jetzt muss ich sowieso, hier sind jetzt keine Karten mehr im Ablagestapel, es gibt jetzt keine, ja, zwei ausliegenden Karten mehr, von daher muss man dann immer auf einen leeren Ablagestapel legen. Ich habe eine Karte genommen, Duo-Karten möchte ich momentan nicht ausspielen. Ich nehme zwei Stapel und ich behalte eine. Zeige ich jetzt mal nicht so in die Kamera, weil dann würde Michaela das sehen. Was? Ich gucke doch nicht drauf. Willst du sagen, ich spicke? Nein. Ich ziehe mal hier zwei Karten. Oh, übel, übel, übel. Ich weiß nicht, was ich da behalten soll. So, ich darf ja nur eine von den beiden behalten. Die andere lege ich ab. Da kann ich mir jetzt aussuchen, weil hier ist kein Stapel mehr leer, auf welchen Stapel ich das lege. Da kann man natürlich so ein bisschen taktisch spielen, welche Karte man vielleicht abdecken möchte, welche Karte man vielleicht möchte, dass der andere sie nicht bekommt. Ich lege die jetzt mal dahin. Jetzt könnte ich wieder Duo-Karten spielen, aber möchte ich nicht. Oder kann ich vielleicht auch nicht. So, ich nehme jetzt mal eine hier. Jetzt habe ich eine Karte genommen. Jetzt kann ich Duo-Karten spielen. Das mache ich. Ich spiele diese beiden Schiffe hier aus. Und die haben jetzt als Effekt, dass ich sofort nochmal einen neuen Zug habe. Und da ziehe ich jetzt hier nochmal zwei Karten nach und behalte eine davon auf der Hand. Mhm. Dann legen wir doch mal diese Karte hier ab. So, dann nehme ich wieder einen Stapel hier oben und dann spiele ich auch entsprechend gleich meine Duo-Karte aus. Ich gehe immer so rum, das heißt der Hai und der Schwimmer, die gehören halt eben zusammen. Das heißt, ich habe jetzt auch schon mal einen Punkt. Ich muss einmal meine Karten mischen. Ich darf jetzt bei irgendeinem Spieler zufällig eine Karte ziehen und ich hätte ganz gern die. Oh shit. Ist es der Pinguin? Nee, das ist die Muschel. Ja. Du hast doch schon eine Muschel. Oder war das am Anfang Oktopus, der da lag? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Sagst du mir nicht. Nö. Okay, machst du noch eine Duo-Karte? Nö, jetzt noch nicht. Man könnte ja auch mehrere. Ach, jetzt noch nicht. Hast wahrscheinlich gar keine. So, ich nehme die dann mal auf. Okay.
Und ich behalte mal die hier und die lege ich ab und Duo-Karten ausspielen kann oder möchte ich nicht. Oh, Warte okay. mal kurz. Ja. Möchtest du Duo-Karten spielen? Kannst du Duo-Karten spielen? Kannst und möchtest du? Nee, möchte ich nicht. Okay, ich nehme die hier und dann spiele ich die gleich aus. Das heißt, ich habe hier wieder ein Duo und dann kann ich doch mal bei Christian ziehen, weil Haifisch und Schwimmer bedeutet, ich darf bei einem Spieler ziehen. Mal gucken, was ich auf habe. Ja, okay, gut. So, jetzt kann man auch immer mal gucken zwischendurch. Jedes Pärchen aus Duo-Karten bringt einen Punkt. Egal, ob man sie schon ausgespielt hat oder ob man sie noch auf der Hand hat. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Punkt für dieses Paar und einen Punkt für dieses Paar schon mal. Und Handkarten zählen auch dazu. Da habe ich momentan nur Ich noch, habe mir die Ohren zu. ja, ist egal, 3 Punkte habe ich da momentan. Das heißt, ich kann noch gar nicht das Spielende einläuten, weil man muss mindestens 7 Punkte haben, sowohl mit den Handkarten als auch mit den ausgespielten Karten, um letztendlich überhaupt die Runde beenden zu können. Von Das heißt, daher, du ich spielst kann es nicht nicht. noch ein Paar aus. Nein, ich spiele keine Duo-Karten mehr aus. Oh, 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 war das shit. eine Warte eine kurz. Meerjungfrau. Die kann man doch nicht liegen lassen. Ja, ich habe einen anderen Plan. Okay. Okay, dann die Meerjungfrau kann ich nicht liegen lassen. Nehme ich mal auf. Jetzt könnte ich ja wieder Duo-Karten ausspielen. Geht aber momentan gar nicht. Ich zähle noch mal ganz kurz die Punkte vor. Das macht man natürlich sonst nicht laut. Ich habe hier 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte. Diese Meerjungfrau bringt mir jetzt für die Farbe, die ich am häufigsten habe, jeweils 1 Punkt pro Karte. Ich habe von dieser Farbe 2 oder von dieser Farbe 2. Von da habe ich jetzt, wie gesagt, 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte, 4, 5 Punkte. Ich kann also immer noch nicht das Spielende einläuten. Jetzt habe ich ziemlich offen gespielt und du Ich habe bist einen dran. Punkt. Nee, aber jetzt weißt du, was ich habe die ganze Zeit. Ich habe gar nicht zugehört. Du hast gar nicht. Nein, du hörst ja, stimmt, du hörst mir ja sonst auch nie zu. Warum Genau. solltest du mir jetzt zuhören? Warum sollte sich da was dran ändern? So, wolltest du noch Duo-Karten ausspielen? Entschuldige bitte. Warte mal ganz kurz. Ja. Eins. Du kannst ja auch mal offen in die Kamera zählen, was du da Nee, so hast. ich hab nur 6 Punkte. Okay, du hast nur 6 Punkte. Ja, ich kann ja nur mit Aha. 7 dicht machen. Ah, oh, ist das schade. Okay, dann behalte ich mal diese hier und die legen wir mal dahin. Warte, ich muss auch noch mal einmal ganz kurz überlegen. Eins, zwei, drei. Okay, du bist dran. Ich kann keine Duo-Karten ausspielen oder ich möchte nicht. Oh, das war aber nicht so gut. Kannst du So, jetzt noch warte einen Zug machen? mal. Ich warte immer. Warten ist mein zweiter Vorname, sozusagen. Nö. Nö? Okay, dann darf ich. Dann nehme ich hier mal 2 Karten auf und leg mal die ab. Und dann mache ich doch jetzt einfach mal Stopp. Der Spieler, der das Rundenende auslöst, deckt jetzt seine Handkarten auf und muss, wie gesagt, entweder Stopp oder letzte Chance sagen. Ich habe jetzt Stopp gesagt, das heißt, ich habe 1, 2 Punkte, Oh. 3 für den Pinguin. Und die Meerjungfrau bringt mir jetzt für die Karte oder für die Farbe, die ich habe, für die häufigste Farbe jeweils 1 Punkt pro Karte. Also 1, 2, 3 erstmal für diese Karten und dann für die Meerjungfrau habe ich gelb, 4 Karten sind insgesamt 7. Das heißt, ich habe insgesamt 7 Punkte. Langweilig. Und bei Stopp ist es eben so, ich bin jetzt nicht nochmal dran. Das war eigentlich so meine Hoffnung, dass ich nochmal dran komme. Ich habe hier einen Punkt durch die Duo-Karte. Ich habe zwei von den Ah, du siehst, das hast du Muschelkarten. doch Muscheln, wusste ich doch. Hab Ja, ich ja doch richtig vorhin hatte ich geraten. drei. Aber jetzt habe ich nur zwei. Zwei Stück bringen mir 2 Punkte, macht in Summe dann 3 Punkte. Und dann habe ich halt eben auch noch so eine. Und zwar habe ich da insgesamt So eine. eine Nixe. Habe dann halt eben auch insgesamt vier. Von der gleichen Farbe, wenn man die Farbe nicht sauber erkennen kann, hier unten, hier oben, von euch aus gesehen, oben, von mir aus unten, ist halt eben auch immer ein Symbol, das entspricht halt eben diesem dunkelblau. Von daher nochmal 4 Punkte dazu, das heißt, ich habe auch 7 Punkte. Ja, okay. Das heißt, wir können jetzt wieder mischen. Die erste Runde ist jetzt zu Ende. Und das Spielende wird im Zwei-Personen-Spiel eingeläutet, sobald ein Spieler 40 Punkte erreicht oder überschritten hat. Momentan sind wir ja Pari. Das heißt, jeder hat 7 Punkte. Im Machst du Drei-Person- jetzt Stopp? Ich hatte erwartet, du machst letzte Ja, das hast Chance. du wohl gehofft, ne? Erwartet, Im nicht gehofft. Drei-Personen-Spiel ist es so, dass ihr so lange spielt, bis ein Spieler 35 Punkte erreicht oder überschritten hat. Und im Vier-Personen-Spiel spielt ihr so lange, bis ein Spieler 30 Punkte erreicht oder überschritten hat. Und Christian hat jetzt alles gemischt. Das heißt, wir bauen das Also. Spiel so wie zu Spielbeginn auf. Das heißt, wir mischen die Karten. Es werden wieder 2 Karten ausgelegt. Und der Spieler links von dem Spieler, der das Spielende eingeläutet hat, startet jetzt quasi wieder. So, das heißt, ich fange jetzt hier mal mit dem an. Und dann
muss ich hier eine ablegen. Und da jetzt hier ein Ablagestapel leer ist, muss ich dann die Karte auch auf den leeren Ablagestapel legen. Und Christian ist dran. Aha, okay. Dann nehmen wir doch hier mal Karten auf. Legen die mal dahin. Eine muss ich ja ablegen. Okay, hast du eine neue Strategie? Ich spiele hier ganz offen. Ich habe keine Geheimnisse vor dir. Du spielst ganz offen. Dann nehmen wir die hier mal ab. Okay, und du bist dran. Du hast keine Geheimnisse. Deswegen legst du deine Karten auch verdeckt hin, weil du keine Geheimnisse hast. Ich kann deine ja nicht sehen. Ich nehme mal die hier und lege hier das Paar aus. Das ist die Krabbe. Die Krabbe sagt jetzt ja, ich darf als Fähigkeit, wenn ich sie ausspiele, also der Effekt von diesen Duo-Karten wird nur ausgelöst, wenn ich sie ausspiele, nicht wenn ich sie auf der Hand habe. Ich darf jetzt hier von einem dieser Stapel mir die Karten nehmen, mir sie angucken, darf die Reihenfolge nicht verändern, darf mir eine Karte davon nehmen, die ich natürlich den anderen nicht zeigen muss. Ich nehme jetzt mal, weil beide Stapel nur aus einer Karte bestehen, ich nehme mal den Stapel. Und den Fisch hat mir, glaube ich, schon erklärt, wenn ihr den als Duo ausspielt, dann hat der als Effekt, dass ihr euch hier die oberste Karte vom Stapel nehmen dürft. Okay. So, ich habe einen ablegen, der eine Ablagestapel ist leer, deshalb muss ich ihn entsprechend starten, füllen, wie du auch das nennen. Spielst du noch Duo-Karten aus? Nein. Okay, du spielst keine Duo-Karten aus. Dann nehmen wir doch mal die und legen die mal dort ab. Ich darf jetzt ja wieder entscheiden, ob ich es da oder dahin lege, weil kein Ablagestapel leer ist und ich spiele auch keine Duokarten aus. Du nimmst dir den Seemann. Ist ja spannend. Okay. Ach, weißt du was? Ich nehme hier die Krabbe. Wolltest du noch Duokarten ausspielen? Nein. Okay, dann nehmen wir die Krabbe und spiele wieder ein Duo aus. Und, oh, es ist eine große Auswahl. Nehmen wir die hier auf die Hand. Und Christian ist dran. Setzt du wieder drauf, dass ich irgendwie letzte Chance sage, ich oder was? Nicht. Ich weiß nicht, was du machst. Kann so, auch. Ich nehme mir die hier und dann spiele ich noch die dazu. Das ist wieder eine Duo-Karte. Beim Schiff ist es so, ich habe jetzt sofort als Effekt nochmal einen ganzen Zug. Hier kann ich ja nichts nehmen. Von daher, ich nehme mal zwei vom Stapel, lege die hier ab, kann noch ein Duo-Pärchen ausspielen. In dem Fall jetzt zwei Fische. Zwei Fische haben den Effekt, ich darf die oberste Karte vom Stapel nehmen. Und jetzt kann und möchte ich nicht mehr. Jetzt muss ich noch mal eben ganz kurz einmal gucken. Ich sage jetzt mal letzte Chance. Das heißt, ich gehe jetzt die Wette ein. Ich muss ja mindestens 7 Punkte haben. Jedes Duo-Paar bringt mir ja einen Punkt. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4 Punkte. Plus ich habe 2 Oktopusse. Die bringen mir 3 Punkte, sind also in Summe genau 7 Punkte, die ich jetzt habe. Das ist jetzt die letzte Chance. Das heißt, jeder Spieler hat jetzt noch einen Zug. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass Christian nicht mehr Punkte hat als ich, sondern dass er maximal gleich viele Punkte hat wie ich nach diesem Zug. Und wenn ich jetzt einen Haifisch und einen Schwimmer ausspielen würde, kann ich Michaela nicht angreifen. Das heißt, ich kann ihr jetzt auch nichts mehr wegnehmen. Ist das schön? Ist das Leben gut oder was? Ist das Leben fair? Zu mir ja. Ah. So, dann bin ich dran. Jetzt musst du ausspielen, jetzt muss Christian auch offenlegen. Ich habe einmal einen Oktopus. Einer bringt mir gar nichts. Ich habe eine Muschel. Eine Muschel bringt mir gar nichts. Das macht es aber spannend, ne? Ich habe einen Leuchtturm, bringt mir gar nichts. Ich habe ein Schiff, bringt mir gar nichts. Ich habe einen Fisch, bringt mir gar nichts. Ich habe eine Nixe. Ah. Ja, bringt mir 2 Punkte. Je nachdem, vielleicht kommen noch mehr Schwarze dazu. Ja. 2 Punkte. Dann habe ich den hier, das ist eben so ein Multiplikator, das heißt für jeden Seemann, den ich habe, kriege ich 3 Punkte. Das heißt, das Ding bringt mir jetzt wenigstens 3 Punkte, macht in Summe 5 Punkte. Du hast weniger Punkte als ich. Ich habe aber zum Glück noch eine Karte. Ja. Und die kann ich umdrehen und habe ja, das war klar. Ein paar Seemänner. Das heißt, ich habe hier 5 Punkte. Das heißt also, ich habe hier 5 und jede davon bringt nochmal 3 wegen diesem Multiplikator. Das heißt, ich habe da schon 11 Punkte plus die 2 macht 13 Punkte. Krass, das ist ja wesentlich mehr Punkte als ich. So, jetzt habe ich meine Wette verloren. Das heißt, Christian bekommt jetzt die Punkte für die Karten, die er hat. Das heißt, haben wir ja gerade schon gerechnet. Hier für diese beiden bekommt er 5. Dann bekommt er pro Seemann nochmal 3, also nochmal 6 dazu. Sind also Summen 11 schon. Und dann hat er ja die Nixe. Da bekommt er ja für die Kartenfarbe, wo er die meisten Karten hat, jeweils nochmal 1 Punkt pro Farbe. Das heißt, nochmal 2 dazu sind 13 Punkte. Das heißt, Christian bekommt 13 Punkte. Und ich, weil ich jetzt die Wette verloren habe, bekomme nur den Farbbonus. Das heißt, ich gucke jetzt, von welcher Kartenfarbe ich die meisten Karten habe. Das ist bei mir gelb. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich bekomme in dem Moment 4 Punkte. Hätte ich jetzt die Wette gewonnen, dann hätte ich in Summe, ich habe ja hier durch die Duo-Karten 1, 2, 3, 4 Punkte plus die Oktopusse
drei Punkte sind in Summe 7 Punkte. Hätte ich die Wette gewonnen, also hätte Christian maximal gleich so viele Punkte gehabt wie ich, also hätte ich gleich viele Punkte oder mehr Punkte als Christian gehabt, dann hätte ich noch zusätzlich zu den Punkten für die Karten noch den Farbbonus dazu bekommen. Das heißt, ich hätte nochmal für meine gelben Karten, das sind die meisten Kartenfarben oder die meiste Farbe, die ich habe, 1, 2, 3, 4, hätte ich nochmal 4 Punkte dazu bekommen, wären in Summe dann 11. Und dann hätte Christian wiederum nur die Punkte für den Farbbonus Also ich hätte letztendlich dann nur bekommen. 2 Punkte bekommen. Das wäre Genau. schlecht gewesen. So war's gut. Genau, Naja. also hat Christian jetzt in Summe 20 Punkte, weil du hast in der ersten Runde 7 Punkte Ja. gemacht, plus 13 sind jetzt 20 Punkte. Und ich habe jetzt ja 7 Punkte in der ersten Runde gemacht, plus 4 Punkte in der zweiten hätte 11 Punkte. Das heißt, ihr addiert, ihr spielt so lange die Runde für Runde, die Punkte, die ihr in den Runden macht, addiert ihr auf. Und wie gesagt, im Zwei-Personen-Spiel, der Spieler, der zuerst 40 Punkte erreicht oder überschreitet, läutet das Spielende ein. Und am Ende gewinnt halt der Spieler, der die meisten Punkte gemacht hat. Bei einem Gleichstand würde man gucken, wer in der letzten Runde die meisten Punkte erzielt hat. Und was noch ganz besonders ist, ist, wenn man 4 Meerjungfrauen auf der Hand haben sollte, dann hat man auch sofort gewonnen. Also wenn man 4 Meerjungfrauen hat, dann spielt man die sofort aus und dann hat man das Spiel auch Genau. sofort Und zwar für nicht die sich Runde, sondern wirklich entschieden. das komplette Spiel. Das wäre so, als ob man 40 Punkte erreicht hätte. Im Zwei-Personen-Spiel. Genau. Kleiner Nachtrag noch: Es gibt noch einen Spezialfall, wenn während der laufenden Runde der Nachziehstapel am Ende des Zuges eines Spielers leer sein sollte, dann endet die Runde sofort ohne eine Wertung. Ja, so spielt sich Sea Salt and Paper. Und dann würde ich mal sagen, können wir mal zu unserem Fazit kommen. Möchtest du anfangen? Also die Verpackung ist wirklich so groß. Die ist quadratisch praktisch gut, da passt alles Da rein. passt alles rein, da passen alle Karten rein, da passt auch die Genau, Anleitung rein. genau. Und ich bin schlecht in dem Spiel. Ich bin sehr schlecht in dem Spiel. Also gegen Nur zu Michaela, zweit, zu viert also nicht. im Zwei-Personen-Spiel gegen Michaela bin ich da wirklich sehr, sehr schlecht gewesen. Ich glaube im Zwei, ich glaube, ich habe einmal Doch, gewonnen vorher. einmal ja. Wenn überhaupt einmal gewonnen. Das dazu. Und Optik ist echt so eine Kiste. Also es ist halt eben alles so Origami, heißt es, glaube ich. Also alles gefaltetes Papier, unterschiedlich farbig und so. Also gerade halt eben, was so die Karten betrifft. Was man auf den ersten Blick teilweise gar nicht erkennt, das finde ich eigentlich ganz, ganz lustig. Aber das ist überhaupt nichts für mich. Also die Grafik mag ich überhaupt nicht leiden. Das ist mir irgendwie zu surreal. Quatsch, surreal. Das ist Kubismus, glaube ich, eher. Egal, also ich mag es nicht, ich mag die Farbgebung nicht. Was eben nice ist, ist, oben in der Ecke ist immer noch so ein Kästchen und da ist so ein Farbcode drauf. Das heißt, Menschen, die halt eben irgendwo eine Farbschwäche haben, farbblind sind oder Rot-Grün-Schwäche oder, die können sich halt eben anhand dieses Symbols orientieren. Es ist dann so eine Übersichtskarte dabei, welches Symbol für welche Farbe steht. Das ist eben gut gelöst, weil teilweise sind die Farben echt nah beieinander. Also ich glaube, wir haben schwarz, wir haben dunkelblau und durch diese. Ja, Motive, die da abgebildet werden, das ist manchmal echt, wenn das Licht ein bisschen schwach ist, echt schwer zu erkennen. Für mich, vielleicht ist das auch eine Nee, das Farbschwäche von war, mir, nee, keine das war bei Ahnung. mir auch so. Also ich Ja. fand das auch gut, dass das Symbol drauf ist. Und manchmal habe ich überlegt, ist das jetzt dunkelblau? Weil wenn ich glaub, zum Beispiel eine Meerjungfrau auf der Hand hatte und ich wollte Wie eine kann man es bestimmte Farbe sammeln, multiplizieren? Genau. genau, dann und ist das jetzt tatsächlich die Farbe? Es war schon sehr hilfreich und wir haben es ja auch mit Mike gespielt. Der ist ja, was hat er nochmal, Rot-Grün hat Rot-Grün-Schwäche? er, genau. Und also das hat ihm dann auch geholfen. Warum auch immer man die Anzahl, also unten in der Ecke steht ja immer die Anzahl von der jeweiligen Kartenart, wie oft die im Stapel vorhanden ist, warum man die so klein machen musste. Ich muss das wieder so halten mit meinen alten kaputten Augen. Es hätte auch größer sein können. Das stört ja nicht. Es ist ja auch kein, es ist ja nicht so, ho, 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 ich weiß so und so viel von der Sorte dabei. Keine Ahnung. Also das einfach, keine Ahnung von. Areal Größe 4 auf Areal 12 und jeder hätte es erkannt, ob mit oder ohne Lesebrille. Weiß ich nicht, muss nicht sein. Spiel ansonsten komplett glückslastig, ist klar, was für eine Karte ziehe ich, insbesondere wenn man halt eben viel von dem Kartenstapel nimmt, zwei Karten kriegt. Passt das zu meinem Plan, den ich habe? Man legt sich relativ, oder bei mir ist es zumindest so, ich lege mich ja relativ früh fest, gehe ich eher auf diese Geschichte, wo ich ein paar Sachen davon brauche, um mehr Punkte zu kriegen. Jetzt zum Beispiel bei mir eben gerade mit dem Seemann, den gibt es eben nur zweimal, aber wenn man ihn kriegt, kriegt man halt eben 5 Punkte und 5 Punkte ist relativ mächtig. Dann noch den Multiplikator dazu, das war natürlich genial, damit habe ich auf einen Schlag 11 Punkte und 11 Punkte ist viel in einer Runde bei uns zumindest. Da hätte ich auch sofort letzte Chance gesagt, weil da wäre ich mir sehr sicher gewesen, dass mich da keiner
überholen kann, was die Punkte betrifft. Ja, also glücksabhängig, Optik nicht ganz so. Ich habe diese Sachen, wie es funktioniert, echt, habe ich lange gebraucht, um zu verstehen, was Stopp ist und was letzte Chance ist. Insbesondere halt eben letzte Chance. Wenn ich es gewinne, okay, ich kriege das und das. Wenn ich es verliere, ich kriege das und das. Beziehungsweise der andere kriegt das. Es gibt eine Übersichtskarte, die ist beidseitig bedruckt mit dem gleichen Text. Das habe ich auch nicht kapiert. Auch mit der Farbgeschichte, die ist auch beidseitig bedruckt, auch mit demselben Inhalt. Ich hätte ja die eine Seite gemacht, Farbsymbolik, die andere Seite halt Erklärung, was ist letzte Chance, was ist Stopp. Ich bin aber auch kein Spieleentwickler, von daher egal, habe mich nicht verstanden. Wenn man es dann geschnallt hat, simple Regel, man nimmt zwei Karten, man nimmt eine Karte, man sammelt eben seine Sets in irgendeiner Form. Sehr viel Interaktion dabei, insbesondere auch durch diesen Hai, der halt eben kommt mit dem Schwimmer zusammen, gerade auch in mehreren, wenn man mit mehreren Spielern spielt, so, oh, jetzt ziehe ich von dir, da kann schon ein bisschen Aggression am Spieltisch auftauchen, weil den gibt es auch relativ häufig. Ich weiß gar nicht, wie oft gibt es den? Fünfmal hier, fünfmal. Guck mal, da steht da Also, und drauf. gerade mit 4 Leuten, da ist eben der Kartenumlauf auch relativ stark. Und da muss man auch sich mehr merken, so, was ist denn überhaupt in welchem Stapel? Spiele ich die Krabbe? Darf ich mir den Stapel nehmen? Nehme ich den linken, den rechten? Wo ist das, was ich denn für meine Hand brauche? Da muss man schon mehr nachdenken als jetzt ein Zwei-Personen-Spiel, weil die Stapel eben nicht so schnell nach oben gehen, weil das Spiel auch relativ schnell dann beendet wird. Von daher ist es ein solides Spiel. Für mich Abzüge eben wegen der Optik, wegen, ja, weil ich so schlecht bin, ist jetzt kein echter Kritikpunkt. Das ist einfach so. Da möchte ich jetzt gar keinen Abzug für geben. Aber also, was gebe ich denn da? Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich gebe wegen der Optik 6,5 Punkte. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich mache erstmal mit der Verpackungsgröße Und ganz kurz weiter. eine Sache. Ich finde, das Cover, es sieht total unscharf aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das ist wohl so gewollt, aber es sieht unscharf aus, oder? Ich weiß nicht, ob der Fokus sich darauf Findest festsetzt du? oder nicht. Guck doch mal, das sieht doch total unscharf aus. Nö. Das hat nichts mit meinen Augen zu tun. Das ist echt unscharf. Also das ist wahrscheinlich auch gewollt, aber. Also, fange jetzt mal mit der Verpackung an. Das ist schon mal total super. Da ist keine Luft in der Schachtel drin oder so. Es ist auch ein schönes Reisespiel, was man gut einstecken kann. Kann man auch gut in die Handtasche stecken. Es sind ja auch nur Karten drin. Also von daher da mal ein großes Lob. Also da ist wirklich echt super gemacht worden. Dann komme ich mal zur Anleitung. Das ist ja eigentlich ein sehr einfaches, anmutendes Spiel. Also man sammelt letztendlich ja Karten, entweder die Duo-Karten oder man versucht die Sets zu sammeln oder nur die Multiplikatoren aneinander zu bekommen. Aber ich muss sagen, so Regel ist ja auch nur auf dieser, ich sag mal, was ist das überhaupt, kann man sagen, DIN-A, keine Ahnung Es ist was. nicht DIN. Nee, es ist, also man könnte sagen, eins, zwei, drei Seiten hier quasi, ne? Wenn man diese, ja, wobei nicht ganz, es passt nicht ganz, ein bisschen mehr als 3,5 Seiten. Von daher eigentlich ein einfaches Spiel, aber ich muss auch sagen, so zum Reinkommen, also wir haben es zu zweit gespielt, zu viert gespielt, wir haben es mit Gelegenheitsspielern gespielt, wir haben es mit vier Spielern gespielt und wir haben es auch mit Spielern gespielt, die so gut wie gar nichts spielen. Und man muss da wirklich erstmal reinkommen in das Spiel, was Christian schon gesagt hat, so dieses, ich kann ja Stopp sagen oder letzte Chance. Und auch letzte Chance, ich konnte es nicht richtig merken. Und da verstehe ich auch nicht, wie Christian schon gesagt hat. Man hat ja diese Übersichten und da Zweimal. zweimal und da ist auf beiden Seiten das Gleiche drauf. Warum? Ich habe hier keine Aufsteller. Ich meine, sonst könnte ich die ja noch so hinstellen, dass mein Gegenüber Die das dann passt nicht mehr in die aussieht. Schachtel rein. Das kann natürlich sein. Aber warum macht man dann nicht auf der einen Seite die Übersicht, so also wie Christian schon gesagt hat, was ja drauf ist mit Rundenende, Wette, letzte Chance. Auf die andere Seite dann, ich sag mal, die Farbsymbole, was ich auch sehr gut finde und auch sehr nötig finde, weil, wie gesagt, die Farben teilweise echt ineinander übergehen und ich auch manchmal gucken musste, welche Farbe ist das jetzt letztendlich? Aber warum macht man dann auf die Rückseite nicht noch drauf die Erklärung, die Oder Symbolerklärung? das. Weil auch das war so am Anfang so diese Duo-Effekte, die man ausspielen kann, welche Bedeutung haben die? Auch die waren nicht für alle Spieler gleich eingängig, dass die gesagt haben, aha, wenn ich das hier sehe auf der Karte, weißt du sofort, ich mache noch mal einen Zug. Oder, Entschuldigung, ich darf mir einen der beiden Ablagestapel nehmen und davon mir dann was aussuchen. Also auch das war nicht allen sofort verständlich und das wäre auch schön gewesen, wenn das einfach auf einer dieser Karten damit drauf gewesen ist. Verstehe ich auch nicht, warum man den Platz nicht mit genutzt hat. Und es ist wirklich so, es ist schon ein bisschen erklärungsbedürftig, wie gesagt, einmal mit dem Spielende, aber auch mit den Symbolen. Wenn man nachher aber mal drin ist und wenn man das nachher mal verstanden hat, obwohl ich musste auch ein paar Mal nachschlagen, was war jetzt bei letzte Chance? Ah. Okay, wenn ich die Wette gewinne, dann kriege ich einmal die Punkte für die Karten und den Farbbonus und die anderen bekommen nur den Farbbonus. Wenn ich die Wette verliere, kriege ich nur den Farbbonus und die anderen kriegen die Punkte für die Karten. Aber das muss man letztendlich erstmal schnallen, wobei, wie gesagt, da hat man zumindest diese Übersichtskarte, wo man dann nochmal nachgucken kann. Aber von daher,
Es ist nicht so ganz einfach, da reinzukommen ins Spiel. Man muss es erst zwei, dreimal gespielt haben, aber wenn es dann läuft, dann fluppt es auch. Und es hat in allen Spielerunden viel Spaß gemacht und es hatte auch so ein bisschen, ja, Siedler von Catan-Feeling, weil so mit diesem Hai, bei Siedler Die kennt man das sieben, ja, die sieben kommen und jawohl, alle gucken auf den Tisch. Guckt ihn jetzt nicht an, ja. er zieht nicht bei mir, guck ihn nicht an, weil er mich nicht bemerkt, zieht er vielleicht nicht bei mir. Und wenn einer das Pärchen ausspielt, Schwimmer und Hai, ist das gleiche so ungefähr. Guck an meine Karten, er zieht nicht bei mir. Ich nehme mal meine. Ich gucke die Leute ja ganz straight an, Und dann keine ist das ja wie bei Siedler letztendlich, dass dann geguckt wird, okay, wer hat die meisten Karten, wer hat die meisten Punkte, bei wem will ich was ziehen oder bei wem ist die Karte, bei wem habe ich gesehen, der hat jetzt vielleicht gerade eine Muschel aufgenommen, wo kriege ich die, weil ich Ahnung. die Weil die Muscheln passt, gerade ja. sammeln oder sowas. Also, und das ist wirklich so ein ganz interaktiver Effekt. Ich habe das Spiel auch schon auf Board Game Arena ein paar Mal gespielt. Ich habe da so oft einen auf die Mütze bekommen, weil so oft dieses hier gespielt wurde. Das kann manchmal auch echt frustig sein. Da fängt man an, was zu sammeln, wird einem schon wieder das weggezogen. Wie gesagt, wie bei Siedler, wenn man Karten hat, es wird einem schon wieder das Holz oder das Lehm weggezogen und hier wird einem schon wieder die Muschel dann Ja. weggezogen. Also es hat schon so ein bisschen so Parallelen dazu. Also von daher, wie Christian gesagt hat, auf jeden Fall total glückslastig, welche Karten bekomme ich die passenden Karten, weil wie Christian schon sagte, auf den Karten steht ja auch drauf, wie oft sie im Spiel sind. Die eine Karte ist häufiger drin, die andere weniger. Der Seemann ist nun total wenig drin und von daher, im Zwei-Personen-Spiel kann man es noch ein bisschen taktischer spielen, weil da sehe ich ja zum einen, was nimmt der eine Spieler auf? Gut, das sehe ich bei den anderen auch, aber bei einem Spieler muss ich mir das nur bei einem Spieler merken. Und dann kann ich vielleicht auch so ein bisschen hinspielen, dass ich was ablege, wo ich nicht möchte, dass der andere das bekommt. Oder ich überdecke was, damit der andere es nicht bekommt. Das meinte ich ja damit, dass ich Ah, ablege, überdecke. genau, den und auf Ah. dem Ablagestapel und das überdecke, dass der andere nicht bekommt. Genau. Also da kann ich schon noch ein bisschen taktischer spielen. Aber trotzdem ist natürlich sowohl im Vier- als auch im Zwei-Personen-Spiel total glückslastig. Was ich aber, wie gesagt, toll finde, wie gesagt, in den Spielekonstellationen, die wir es gespielt haben, es war nicht so, dadurch, dass Christian und ich das schon häufig gespielt haben mit den wenig Spielern, die haben es das erste Mal gespielt. Da hat die gewonnen, das war auch total super. Dore hat immer eine Karte aufgenommen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich wusste gar nicht, dass sie so taktisch spielen kann. Hat immer über ihre Karten gemeckert und am Ende hatte sie, dann deckt sie auf. Ich glaube, ich habe letzte Du hast Chance nächste gesagt Chance gehabt. und sie deckt auf. Ich weiß, ich glaube, sie hatte die, 14. ich glaube, sie hatte die drei Seemänner, dann hatte sie noch die Ja, aber Oktopusse und 14 sowas. Punkte und Irgendwie Wums. sowas. Und wir so, warum meckerst du eigentlich die ganze Zeit über deine Karten? Also sie hat das Spiel dann auch gewonnen und von daher ist das natürlich auch schön, dass hier nicht so Leute, die das Spiel schon häufiger gespielt haben, dann einen Vorteil haben. Klar, weil es natürlich glückslastig ist. Ne? Jeder hat das gleiche Glück oder Pech. Von daher kann das natürlich auch mal in die andere Richtung ausschlagen. Und von daher, ich finde, das ist wirklich ein sehr schönes, einfaches Spiel, wenn man es dann mal drin hat mit den Regeln, was man schön runterspielt. Und bei uns war es ja auch so, wenn wir es zu zweit gespielt haben, wir haben häufig drei, vier Partien hintereinander weggespielt. Und auch zu viert haben wir meistens nicht nur eine Partie gespielt, weil das ist kurzweilig, das spielt sich dann schnell weg und es hat einfach Spaß gemacht. Und man hat dann einfach auch den Ehrgeiz, so komm, jetzt will ich das aber ein bisschen besser Ja, machen. Vielleicht habe nochmal, ich diesmal nochmal, ein bisschen nochmal. mehr Glück. Und genau, also von daher, also mir gefällt das Spiel richtig gut, ist ein echt schönes Spiel. Ich mag auch die Optik, ich finde, das ist mal was anderes. Ich finde es auch enorm, ich könnte sowas gar nicht, ich bin da gar nicht begabt, also von daher, für mich wäre das nichts. Ich wäre da mit der Geduld wahrscheinlich schon ganz schnell am Ende, aber also für mich ist es mal was anderes. Ich finde es schön gemacht. Und was bei uns auch noch nicht vorkam, die vier Meerjungfrauen, dass es eine hatte, das hat er Nein. bisher noch gar nicht, dass damit das Spielende ausgelöst wurde oder da damit das Spiel beendet hat quasi. Also für mich ein gutes Spiel mit einem kleinen Schnaps nach oben zum sehr guten Spiel und bekommt von mir 7,5 Punkte, hat für mich einen sehr hohen Wiederspielreiz. Ich hätte jetzt auch Lust gehabt, diese Partie zu Ende zu spielen, um zu gucken, wie es ausgeht. Und es ist dann häufig auch so immer dieses Abwägen auch noch. Das wollte ich auch noch kurz sagen, fällt mir gerade so ein. Sage ich jetzt Stopp oder mache ich letzte Chance? Also möchte ich die Wette eingehen in der Hoffnung, ich bekomme noch mehr Punkte, weil ich den Farbbonus bekomme. Aber man kann auch manchmal ganz schön auf den Hintern fallen, weil wenn man sich sicher glaubt, kann dann einer hinten raus doch nochmal mehr Punkte auf der mehr So wie Karten eben haben. gerade. Und das finde ich ist auch ein total schönes Element in dem Spiel, dass man halt so fürs Spielende auch noch zwei Möglichkeiten hat, um das Spiel zu beenden. Das ist auch mal was anderes, finde ich. Okay, das war dann unsere Review zu dem Spiel Sea, Salt and Paper. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!